Und ich möchte heute etwas über den Bestand sagen. Und ich denke, die Frage ist ja, wie gehen wir an den Bestand heran? Und was verlangen wir auch von dem? Und wie gehen wir überhaupt um mit der ganzen Zusammenspiel von Technik, Energie und Energieerzeugung? Und wir sind es irgendwo so gewohnt, auch im Büro immer. Jetzt muss ich mal schauen, gibt es auch einen Pointer? Nee, okay. Also wenn wir uns das anschauen, das auf der linken Seite zu sehen, das globale Optimum zu erreichen, das versuchen wir natürlich immer. Und wir haben tolle Zielgrößen, wir haben tolle Kilowattstunden, die wir irgendwo eintragen, um es zu erreichen. Und dann machen wir ganz viel und dann rechnen wir ganz viele Bedarfsausweise, schauen uns den Verbrauch aber nie an, hoffen immer, dass der Bauherr nicht anruft, dass irgendwas nicht funktioniert. Und auf der anderen Seite wissen wir aber eigentlich sehr viel über Gebäude und wie sie robust funktionieren. Und ich glaube, da müssen wir gerade im Bestand genauer hinschauen, bevor wir irgendeine Zahl draufsetzen. Und da habe ich ein Beispiel mitgebracht. Ich habe ja nur 5 Minuten, deswegen kann ich gar nicht so auf alles eingehen. Das ist ein Quartier, das könnte aber auch in München stehen. Wir machen gerade Ähnliches mit einem meiner Meinung nach sehr guten Programm der KfW für Quartierskonzepte. Kann ich gleich vielleicht noch was zu sagen in der Diskussion. Und hier ging es um Nachverdichtung, Aufstockung und Sanierung. Und dann wurden schon wieder, und das ist sowas, das regt mich unheimlich auf, wenn in Wettbewerben schon steht EH40. EH40, Abgabemaßstab 1 zu 1000. Es interessiert im 1 zu 1000er meiner Meinung nach niemanden oder EH55, sondern es geht doch darum, wenn wir das reinschreiben, brauchen wir Technik, braucht die Flächen, wo ist die Photovoltaik angebracht und wie kommen wir weiter. Aber ob jetzt, ich weiß nicht, wer das prüfen soll und in welchem Preisgericht jemand fähig ist, zu sehen im Fassadenschnitt, ob das EH40 einhält oder nicht. Und das ist etwas, was sehr schwierig ist und das ist gar nicht notwendig ist und das ist, glaube ich, viel mehr ist, als dass wir uns irgendwelche EHs oder EGs vornehmen, wenn wir über nachhaltiges Bauen und Sanieren sprechen und dass wir vielleicht über gesamte Systemgrenzen und Bilanzierungen mal reden sollten, habe ich hier auf einer Folie mitgebracht. Das, was wir vorgefunden haben, am Bedarf oder auch am Verbrauch, in dem Fall ist ganz links grau, dass wir am Potenzial haben, auch wirklich mit geprüftem Tragwerk ist das Grüne, das wir über PV erzeugen können. Und dann haben wir geschaut, was müssen wir eigentlich mit den Gebäuden machen und wir haben gemerkt, dass wir mit sehr wenigen, sehr guten Eingriffen meiner Meinung nach, sehr schnell und darum geht es ist meine feste Überzeugung mit sehr vielen Wohnungsbauunternehmen, mit sehr vielen Bestandshaltern, wir müssen in die Masse kommen und die haben Angst vor diesen vielen Maßnahmen, um dann einen Standard zu erreichen. Aber wir kommen mit relativ schnell und einfach und nicht, dass wir Leute ausziehen lassen müssen zu einer EH 85 und wir können nachverdichten und auch da bei Aufstockungen, weil die Haustechnik und die ist immer das Problem bei den Aufstockungen oder sehr oft, können wir sogar mit Strom warm Wasser machen und mit Strom heizen, wenn wir die Angst vor Vorlauf und Rücklauf haben und wir bleiben klimaneutral, wenn wir das wirklich so bilanzieren. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns das vornehmen. Das heißt nicht, dass ich unbedingt mit Strom heizen will und warm Wasser erzeugen will. Aber es geht doch darum, nicht immer zu sagen, ich muss das alles machen, um klimaneutral zu sein. Das ist so eine Hilflosigkeit, die sich da gerade verbreitet, die aber auf der anderen Seite dann die Kosten in die Höhe schnallen lässt, was die Technik angeht und manchmal auch das letzte ausgeklügelte Detail, bis hin dazu, was wir gerade im Quartier erleben, dass was abgerissen wird und dann müssen Tiefgaragen gebaut werden, dreigeschossig, weil der Stellplatzschlüssel nicht eingehalten wird. Und dann ist der Beton auch leider im Boden versunken und die Energie weg. Jetzt habe ich Ihnen noch schnell mein Reallabor mitgebracht aus der Uni. Der Baustoff Lehm wurde eben schon genannt, den haben wir uns mal vorgenommen. Wir haben ihn traditionell gebaut, wir haben aber auch wassergeführte Systeme eingesetzt, 18 unterschiedliche und eine reversible Wärmepumpe aufs Dach gepackt und mal richtig Photovoltaik auf die TU Braunschweig noch auf das Gebäude aufgebracht, sonst sind die Dächer da schon gut aufgerüstet und nicht nur die Ausschreibung macht keinen Spaß, sondern Handwerker zu finden, die das auch können und die das auch streichen können. Und all diese Themen sind meiner Meinung nach nicht gelöst. Wir haben aber im Labor jetzt schon gemerkt in der Klimakammer, wie resilient und gut dieser Baustoff ist. Auch in Kombination, um Strom zu speichern. Das ist unser großes Ziel. Das Haus ist so schlecht, wir können nichts an der Fassade machen, aber wir können Stromspitzen, wenn das Netz im Moment noch gefüllt ist im Sommer, zum Kühlen nehmen und haben komfortable Ergebnisse dort und können auch den Strom so weit speichern, dass wir eben da einen Beitrag leisten können, auch zum Lastmanagement in den Netzen.
Und dann kommen jetzt noch zwei aus diesen Häuschen, die wir im Eiermannbau eingebaut haben, nach Braunschweig, weil wir diese Riesenfläche, die wir zur Verfügung haben im Bestand, jetzt ganz anders im Winter und im Sommer nutzen wollen. Und ich glaube, auch darüber müssen wir nachdenken, wie nutzen wir eigentlich Raum, weil nicht Quadratmeter, sondern Raum ist entscheidend. Und auch da ist der Bestand manchmal nicht so wie der Neubau, aber er hat trotzdem hohe Potenziale. Vielen Dank. Applaus